So, jetzt dauert es noch ein oder zwei Minuten. Und ich weiß nicht, ich habe davor noch nie so viele. Ne? So, was geht ab YouTube? Mein Name ist Sven Oderskates und herzlich willkommen zu einem GTA bzw. zu einem MTA Video. Ja, ihr hört richtig, ich zocke Multitheft Auto. Und zwar einfach aus dem Grund, wahrscheinlich habt ihr schon mitbekommen, COD ist bei mir vorbei. Ich zocke kein COD mehr, beziehungsweise ich zocke nicht mehr so aktiv COD, wie ich COD mal gezockt habe. Und das wird auch wahrscheinlich so bleiben, einfach weil COD nicht mehr das ist, wie ich es so kenne. Ich meine, das neue COD ist ganz cool so, ja, aber ich weiß nicht. Ist nicht so ganz meins. Und ja, mir macht COD auch einfach keinen Spaß mehr so. Auf jeden Fall, ich bin jetzt hier so auf so einem Roleplay-Server und ich habe mir gedacht, wie ihr vielleicht schon am Titel gesehen habt, fett Geld verdienen mit Gabelstapler in 30 Minuten. Warum 30 Minuten? Das Ding ist, wie ihr vielleicht hier seht, so, hier vorne, da sind so ein paar Kisten und hier vorne sind keine Kisten mehr. Das ist, weil ich gerade schon ein paar Kisten weggeräumt habe. Allerdings werden die sich um 18 Uhr oder um 18:01, eins von beiden, werden die sich resetten und dann jeweils wieder um halb oder um 1 nach halb. Also um 30 oder um 31. Jede halbe Stunde resetten die. Und ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt U drücke, dann kommt hier mein schönes Handy, mein iPhone. Und ich dann auf Bank gehe, dann kann ich sehen, wie viel Geld ich habe. $121.815. Ja. Und ich habe mir gedacht, man kann ja mal gucken, weil ich bin sowieso Staplerfahrer, sein Urgroßvater. Ja, Staplerfahrer, sein Urgroßvater. Hallo, guten Tag, Staplerfahrer, sein Urgroßvater ist wieder da. Und ja, ich habe mir gedacht, da kann man ja mal gucken, wie viel Cash man so in einer halben Stunde verdienen kann. Ich brauche sowieso so um die 150.000, damit ich mir ein Haus kaufen kann. Also kann ich mir vielleicht am Ende dieser Folge ein Haus kaufen. Je nachdem, wie das dann so ankommt. Weil ich meine, das ist ein sehr, sehr altes Spiel und ich habe schon gesehen auf YouTube, so das wird nicht mehr so geklickt, solche Videos. Ich weiß nicht, ob sich auch Leute für sowas interessieren halt. Aber falls es doch irgendwie ankommen sollte oder so, oder falls die Leute, die meine Videos gucken, da Bock drauf haben sollten, ja, schreibt es mir in die Comments. Ich gucke mir das ja an und ich würde dann sagen, vielleicht kommt ja dann noch was. Oder vielleicht kommen ja auch dann andere Spiele, mal gucken. Aber jetzt aktuell zocke ich sowieso die ganze Zeit diese Multitheft-Auto-Kacke hier. Ich würde aber mal sagen, ich gönne mir schon mal hier einen Forklift, ist voll easy. Ich habe ohne Scheiß im Übrigen, ich habe 3 Stunden oder 2 Stunden gebraucht, so um mit den Einstellungen oder mit den hier, ne, wie man was benutzen kann, den Overlay klarzukommen. Also ich habe sehr lange gebraucht, um hiermit klarzukommen. Auf jeden Fall, für die, die es wissen wollen, du gehst in dieses Ding rein, drückst F, und dann machst du Doppelklick auf Logfift und dann kannst du nicht einfach direkt losfahren, weil ist ja Roleplay-Server, du musst dich anschnallen, du musst bei dunklem Wetter, musst du, oder bei nicht klarem Wetter musst du das Licht anmachen. Du musst den Motor anmachen und wenn es dein eigenes Fahrzeug ist, musst du noch die Handbremse rausziehen. So, weil es nicht mein Fahrzeug ist, brauche ich die Handbremse nicht rausziehen, das seht ihr unten an dem Zeichen. Und ich mache jetzt mal das Fahrzeug an, indem ich X drücke. Und ihr hört kein Piepen, weil das Fahrzeug irgendwie nicht piept, aber normalerweise würde es so piep, piep, piep machen, weil du nicht angeschnallt bist. Dann drücke ich M und ihr seht, ich bin jetzt angeschnallt. Und dann kann ich noch L drücken, um das Licht anzumachen, aber es ist eigentlich sehr hell, also lassen wir das mal. Und G kann ich halt die Handbremse ziehen, aber weil ich keinen Schlüssel für das Fahrzeug habe, brauche ich das auch nicht. So, und mit Maus 5 und Maus 4 kann ich hier meine Gabel hoch und runter machen. Dann kann ich jetzt einfach durch die Gegend brettern. So, und jetzt habe ich noch ein paar Minuten Zeit, ich kann euch einmal zeigen, wie das geht. Ein normaler Bauer wird jetzt so machen, der wird jetzt hier so hinfahren, oh, der wird jetzt hier so hinfahren, sich eine so eine Dings nehmen, so, und die dann hier rüberfahren. Aber so, man kriegt dann $110 so für ein so ein Ding. Aber ich zeige euch, wie ein Pro das macht. So, wir werden auch einfach mal von hier aus starten. Ich mache den Motor mal aus. Zum Sprit sparen. Wir müssen ökonomisch denken. Sobald das hier alles gleich einfach respawnt, fange ich einfach an. Und ich denke mal, ich werde das in so einer Timelapse machen. Also ich werde dann einfach Mucke im Hintergrund laufen lassen und das schnell abspielen lassen. Und dann sehen wir, wie viel Geld ich nachher gemacht habe. Also, bis gleich. Okay, wir müssen also bis 18:01 warten. Oder auch nicht. Es geht los. Und jetzt zeige ich euch, wie das ein Profi macht. Ein Profi macht das nämlich so. Der fährt nämlich so hier hin. Und nimmt dann direkt beide mit. Und brettert dann einfach die ganze Zeit rückwärts am besten, weil rückwärts geht schneller. Und nimmt immer einfach 2 auf einmal mit. So, und das mache ich jetzt einfach die ganze Zeit. Für die einen oder anderen kann es langweilig sein. Ich finde, es macht irgendwie mega Bock. Macht Laune, macht Spaß. Ich habe da meinen Spaß dran so. Und ich mache jetzt einfach mal eine Timelapse. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns am Ende.
Hier liegt im Übrigen aus, ich weiß nicht was für Gründen, die Leiche drin, ne? Aber die ignorieren wir einfach mal ganz gekonnt. Von daher. Panic.
Jetzt dauert es nur noch 1 oder 2 Minuten. So, jetzt dauert es nur noch 1 oder 2 Minuten. Und ich weiß nicht, ich habe davor noch nie so viele, ne? Ich habe davor noch nie so viele in einer halben Stunde weggemacht, weil das ist echt ordentlich eigentlich. Aber bin mal gespannt, was dann gleich an Geld auf mich zukommt. So, 1 Minute habe ich jetzt noch, dann wird's oder auch nicht. Okay, dann war's das. Ich würde mal sagen, wir steigen aus. Die Karre verschwindet. Ich hole mein Handy mal raus. Und mein Kontostand. So, mein Kontostand, der war bei. Moment. So, mein Kontostand war bei 121.815. Dann drücke ich auf meinen Home-Button. Gehe ich auf Bank. Und ich habe 147.000. Das ist. Wie viel plus? Man muss dazu sagen, ich hatte noch diesen Tagesverdienst. Tagesverdienst waren vielleicht so 1.500, 3.000, 2.000, 3.000, irgendwie sowas. Sind jetzt so um die, ja, 27.000, 25.000 Dollar in einer halben Stunde. Ich finde, das ist eigentlich schon ganz cool. Reicht aber leider nicht, damit ich mir mein Haus kaufen kann. Heißt also, ich steige mal wieder aus und werde nochmal eben ein bisschen Geld verdienen, damit ich mir mein Haus leisten kann. Deswegen würde ich sagen, bis gleich. So, ich bin fertig. Ich habe jetzt genug Geld. Also können wir jetzt ein Haus kaufen. Und ich weiß auch schon, wo das ist. Also ich weiß, welches Haus das ist, was ich mir kaufen möchte. Auf jeden Fall. Jetzt habe ich ein bisschen Zombies leiser gemacht. Das ist jetzt auf jeden Fall schon ein bisschen angenehmer. Ja, wenn ich halt Bock habe, was zu recorden, so wie jetzt zum Beispiel, auch wenn ich dann alleine zocke, dann mache ich das natürlich. Wenn nicht, mache ich das dann natürlich nicht. Und ich glaube, ich fahre mal eben mein Auto reparieren und tanken. Und ja, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, ob ich das am Anfang schon gesagt habe, weil ich habe euch, oder ich werde euch mal den Server auf jeden Fall in der Beschreibung verlinken. Also falls es irgendwen gibt, der noch irgendwie sowas spielt, ne? Checkt mal den Server ab, der ist cool, macht Bock. Zack, Handbremse, Motor aus, einmal aussteigen, Licht kann ruhig anbleiben. So, dann tanken wir einmal, super, weil das ist das, was ich brauche. Und zwar tanken wir 17 Liter für 39 Dollar. Hey, cool. Pistole einhängen. Gehen wir zahlen. Das ist schon ganz cool gemacht, so. Bezahlen wir den Dude. Und dann können wir weiter. So, ich weiß jetzt gerade auch gar nicht mehr ganz genau, wie ich da hinkomme. Ich glaube, das war hier irgendwo. Man sollte auch immer mal die Umgebung so ein bisschen im Blick haben, weil wenn die Police kommt. Ich hatte tatsächlich gestern, bevor ich mich ausgelockt habe, hatte ich eine Kontrolle gehabt, eine Police Control, so, eine Polizeikontrolle. Und heute. Ohne Scheiß 5 Minuten oder 2-3 Minuten, nachdem ich mich angemeldet habe, hatte ich eine Polizeikontrolle gehabt. Also, wenn man hier durch die City fährt, gerade da, wo dieses Police Department auch ist, ja, sollte man schon mal gucken, was man für ein Tempo am Start hat. Da ist ein Haus, das wollte ich aber nicht. Da ist das Haus, was ich mir kaufen wollte. Oder soll ich mir das kaufen? Warte mal, das hat eine Unterstellung. Ich hole mir das hier. Das hat mehr Garagenplatz quasi. So, parke ich mein geiles Fahrzeug mal einfach hier. Machen wir aus. Kaufen wir uns ein Haus. Aber warte, ich habe das Licht nicht ausgemacht. So, Fahrzeug ist abgeschlossen. Lass mich da rein. Ey. Haus betreten. Haus kaufen. Möchtest du wirklich dieses Haus kaufen? 150.000 werden dir von deinem Konto abgebucht. Zudem kannst du nur ein Haus besitzen. Oh, das ist schade. Ich dachte, ich kann mehrere Häuser besitzen. Egal. Kaufe ich mir ein Haus. Ja. So, was kann ich machen? Gehen wir mal einmal rein. Gucken wir mal, wie es hier aussieht. Ey, cool. Ich habe Pizza vom Vormieter. Vom Vorbesitzer. Oh, nice. Man kann in die ganzen Rooms reinlaufen. Yeah, ich habe eine Dusche, ich habe ein Bad. Keine Dusche? Das ist ja safe, habe ich noch. Noch ein Room. Was ist hier noch? Noch ein Room. Ist aber
Okay, da kann ich nicht rein. Das war hier nochmal. Achso. Aber schon okay groß, Alter, für so ein kleines Häuschen. Kann ich das benutzen? Nee. Ja, okay. Ich denke, das war's. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ja ein Like da lassen oder so. Wenn nicht, dann nicht. Und ich sag dann einfach mal, bis irgendwann zum nächsten Video. Haut da rein und ciao.